Herr Dr. Funk und ich begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer diesjährigen Bilanzpressekonferenz. Sie steht in diesem Jahr unter der Überschrift Family Equity, das Beste aus zwei Welten. Warum? Das werden wir Ihnen im Folgenden erläutern. Zunächst aber lassen wir uns über die wirtschaftlichen Daten des letzten Jahres sprechen, was wir angesichts der vielen guten Ergebnisse auch sehr gerne tun. Auch das letzte Jahr war für Amiel wieder ein erfolgreiches Jahr, das uns wirtschaftlich und strategisch einen großen Schritt voranbrachte. So konnten wir Umsatz und Ergebnis deutlich steigern, unsere Bilanz stärken und finanziellen Handlungsspielraum für die weitere Diversifikation unseres Portfolios gewinnen. Lassen Sie mich kurz die Entwicklung anhand einiger ausgewählter Kennziffern darstellen, bevor Ihnen Herr Dr. Funk dazu die Details erläutert. Unser Konzernumsatz stieg im letzten Jahr um über 10% auf knapp 4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 30% auf 217 Millionen Euro. Aus dem erfolgreichen Verkauf der Celesio flossen uns 2 Milliarden Euro Verkaufserlöse zu und damit konnten wir die Haniel Holding quasi komplett entschulden, sodass wir nun über mehr als 1 Milliarde Euro für Investitionen verfügen. Die Zahlen, die Sie jetzt auf dem Chart sehen, beziehen sich dabei auf den gesamten Konzern, wie auch die anderen Zahlen. Deswegen können Sie da diese Entschuldung auf Holding-Ebene nicht unbedingt nachvollziehen, aber auf Holding-Ebene haben wir jetzt noch 600 Millionen ungefähr Finanzschulden und demgegenüber stehen 700 Millionen Euro, die wir in Anlagen geparkt haben und wie gesagt für Investitionen zur Verfügung stehen. Also sind wir dort mit negativen Finanzschulden, sprich mit Vermögen unterwegs. Letztlich konnten wir auch unsere Bilanz deutlich stärken. Unsere Eigenkapitalquote stieg von 34% auf 62%. Und da sollte man sagen, dass in den 34% des vergangenen Jahres ja auch die Minderheitsanteile der freien Celesio-Aktionäre enthalten waren, was den Effekt umso deutlicher macht. Damit sehen wir uns nun gut gerüstet, Haniel zu einer oder der führenden Mittelstandsholding zu entwickeln.